Hallo, ich bin Marlene von der Tüftelakademie. Heute habe ich Yasin hier, der uns etwas über Co-Spaces erzählen wird. Yasin, was ist denn dieses Co-Spaces? Co-Spaces können Schüler und Schülerinnen virtuelle Welten erschaffen und sie können tatsächlich auch in diese virtuellen Welten mit Hilfe von einer VR-Brille eintauchen. Oh, okay. Das Schöne ist, dass es aufgebaut ist, als würde man ein Spiel spielen. Das heißt, ich erwische mich auch selber oft dabei, wie ich stundenlang da sitze und programmiere, aber nicht das Gefühl habe, dass ich gerade programmiere tatsächlich. Mhm. Genau. Sehr schön. Und was sind so die spannendsten Projekte, die man oder die du mit Co-Spaces und mit Kindern realisieren konntest? Da fallen mir direkt zwei ein. Es ist einmal der Schulrundgang. Mhm. Und das ist eine 8. Klasse, die eine Einführung in Co-Spaces hatten an einem Tag. Und das hat sie so fasziniert, dass sie innerhalb von 8 Wochen fast im Alleingang die Fotos erstellt haben. Das waren 360-Grad-Fotos von den einzelnen Räumlichkeiten, die sie wiederum in Co-Spaces eingefügt haben und einen Schulrundgang von ihrer alten Schule erstellt haben. Und die Geschichte dazu ist, dass sie eine Erinnerung haben wollten. Und ja, da sie umgezogen sind, können sie jetzt online über Co-Spaces immer in ihre alte Schule gehen und haben das jetzt als Erinnerung. Sehr schön. Genau. Und das zweite Projekt? Was hast du damit gebracht? Das war das Thema Stadt der Zukunft. Was daran so besonders war, ist, dass eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen die geometrischen Formen, die bei Co-Spaces zur Verfügung stehen, zusammengefügt haben und damit wiederum neue Objekte erstellt haben selber. Das heißt, sie haben sich überlegt, wie könnten Autos aussehen in der Stadt der Zukunft? Wie würden sie sich fortbewegen? Und was wären das für Themen, über die die Menschen reden? Und genau das haben sie dann eben mit Hilfe von Co-Spaces erstellt, so dass ich in diese Welt gehen kann und Dialoge mitbekomme und eben sehe, wie die Autos sich bewegen. Und sind die geflogen oder die sind die gefahren? Geflogen. In dem Fall sind sie geflogen. Ja. Sehr schön. Das klingt jetzt aber trotzdem nach ganz schönen Profi-Projekten, von denen du da jetzt berichtet hast. Gibt es irgendwas, womit man direkt einsteigen kann? Also es ist nicht so, dass du ein Profi sein musst, sondern es ist genau so gedacht, dass du ohne viele Vorkenntnisse dich dran setzen kannst und sehr schnell eine virtuelle Welt erschaffst, wo Dinge passieren, wo die Figuren interagieren können und wo Dialoge stattfinden. Und da bietet sich zum Beispiel im Deutschunterricht, das machen wir oft, Fabeln oder szenisches Darstellen. Mhm. Da können sehr schnell Figuren erstellt werden, die eben einen Dialog führen. Und man hat eine große Auswahl an Tieren und anderen Figuren, die mithilfe dessen Geschichten erzählt werden können. Und da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass sogar Schüler und Schülerinnen eigene Fabeln erstellt haben, weil sie diese Figuren zur Verfügung haben. Das heißt, die Kreativität wird sozusagen freien Lauf gelassen. Genau. Und was soll denn jetzt der Mehrwert sein, wenn ich Co-Spaces im Unterricht als Lehrer einsetze? Ich finde es bei Co-Spaces sehr schön, dass die Schüler und Schülerinnen sich mit dem Inhaltlichen auf vielerlei Ebenen auseinandersetzen. Das heißt, sie müssen kreativ werden, sie müssen sich überlegen, wie kann ich das jetzt darstellen? Und sie können in Teams arbeiten, das heißt, mit 2 Computern kann ich bei Co-Spaces innerhalb von einem virtuellen Raum arbeiten. Auch das haben sie als Möglichkeit. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass durch diese Art, sich mit dem Inhaltlichen auseinanderzusetzen, auch bei den Schülern und Schülerinnen, das oft besser hängen bleibt sogar, das Thema, was sie jetzt zum Beispiel mit Co-Spaces behandeln. Mir kommen da auch ganz, ganz viele Ideen und schon mal danke für die Einführung. Sehr gerne.